Also, ich bin Monika Eggers. Ich bin hier für Ubuntu.org auf dem Kieler Linux-Tag. Ubuntu.org ist die deutschsprachige Ubuntu-Community. Ubuntu ist eine Variante von Ubuntu. Andere Varianten sind zum Beispiel Xubuntu und Ubuntu. Und die unterscheiden sich alle anhand der grafischen Oberfläche. Ubuntu zum Beispiel nutzt KDE als grafische Oberfläche. Alle diese Oberflächen sind leicht zu benutzen für Anfänger. Ich finde, dass KDE sogar am einfachsten davon für Windows-Umsteiger nutzbar ist, weil es, wie man es gewohnt ist, also man eine Leiste unten hat und dann ja, Startmenü sozusagen, das sich öffnet. Hier sieht man schon auch die ersten Vereinfachungen. Zum Beispiel sind die Programme alle nach Zweck sortiert. Also man hat zum Beispiel einen Ordner nur mit Grafikprogrammen oder allen Internetprogrammen und nicht wie bei Windows, wo man dann halt in Ordnern, die Adobe oder irgendwas heißen, rumsuchen kann, was denn da jetzt eigentlich drin ist, wenn man es nicht schon vorher weiß. Das, der Unterschied von KDE zu anderen Oberflächen ist, dass es auch besonders konfigurierbar ist. Man kann fast alles einstellen, wie man möchte. Die erste Haupteinstellung ist, dass es eine Netbook-Oberfläche und eine Desktop-Oberfläche gibt. Die Netbook-Oberfläche für Geräte mit einem kleinen Bildschirm und die Desktop-Oberfläche für halt Computer mit einem größeren Bildschirm, durchaus auch Laptops. Die Netbook-Oberfläche ist dann halt darauf optimiert, dass möglichst wenig Platz gebraucht wird. Also die Fensterleisten und Menü und so wird alles zusammengeschoben, alles mit in die einzige Leiste, die es überhaupt gibt, mit reingeschoben. Auch der Schließen-Button erscheint dann dort. Aber ich bevorzuge die Desktop-Oberfläche und die läuft auch auf Netbooks ganz hervorragend. Dann das KDE 4 und also das aktuelle ist, KDE 4.9 ist das. Das basiert auf, darauf, dass alle Objekte sozusagen, die man auf dem Bildschirm erstmal sieht, bevor man Programme startet, sogenannte Mini-Programme sind oder Plasmoids oder auch Widgets genannt. Zum Beispiel hat man nicht mehr, es sei denn, man möchte das so haben, dann kann man das dahingehend umstellen. Man hat nicht mehr, dass alle Ordner oder alle Dateien, die in dem Desktop-Ordner drin sind, auf dem Desktop erscheinen, sondern man hat verschiedene Plasmoids auf dem Desktop. Da kann man unter anderem einen Ordner Plasmoid hinmachen, da ist auch standardmäßig eins da. Da hat man dann die freie Auswahl. Vielleicht möchte man den Inhalt vom Desktop-Ordner da anzeigen, aber vielleicht auch nicht. Ich habe mir zum Beispiel mein Home-Verzeichnis da hingemacht. Man könnte auch mehrere solche Ordner-Widgets haben mit verschiedenen Ordnern drin, vielleicht noch einen Bilderordner oder irgendwas. Man könnte auch einen Remote-Ordner sogar haben. Ist halt je nachdem, was für eine Verbindung man dahin hat, eventuell ein bisschen zu langsam. Aber auch alle Sachen, die in der Leiste sind, sind ebenfalls Plasmoids. Auch das K-Menü an sich ist ein Plasmoid. Man könnte das also wegmachen. Und zum Beispiel habe ich hier noch ein zweites Menü als Plasmoid hinzugefügt, das ein bisschen anders aufgebaut ist. Und man müsste jetzt nicht das ursprüngliche K-Menü behalten. Ich könnte das auch rausmachen. Auch so Objekte wie die Fensterleiste sind halt auch Plasmoids, die möchte man vielleicht wegmachen, denn wenn man zwei oder mehr Fenster offen hat und zwischen denen wechseln will, muss man dazu nicht auf die Fensterleiste klicken. Man kann auch einfach in die Ecke gehen und dann werden alle Fenster angeordnet, die gerade offen sind. Man kann das auch so anlegen, dass auf einer Ecke die von allen Desktops sind, auf einer anderen Ecke die von dem aktuellen Desktop. Also man sieht wie bei den meisten Fenstermanagern, dass es verschiedene Desktops geben kann. Hier in einer Ecke habe ich, dass ich alle meine vier Desktops mir anzeigen lasse. Standardmäßig ist aber erstmal einer voreingestellt, um neue Einsteiger von Windows nicht durch die verschiedenen Desktops zu verwirren. Man hat einmal draufklicken, in die Einstellungen gehen. Und dann kann man sich einstellen, dass man eben zum Beispiel vier Desktops haben möchte. Auch sonst gibt es generell viele Einstellungsmöglichkeiten, die auch alle ziemlich einfach sind. Wie gesagt, die erwähnte Grundeinstellung immer mit dem Symbolverhalten der Arbeitsfläche, um zwischen Netbook und Desktop-Oberfläche hin und her zu wechseln. Zum Beispiel die Bildschirmränder, eben was auch passiert, wenn man in die Ecken geht und sowas.
ob wenn man Fenster an den oberen Bildschirmrand zieht, ob sie sich maximieren sollen oder ob sie das nicht sollen. Ob wenn man sie an die Seite zieht, ob sie sich dann so halbiert darstellen sollen oder in der Ecke halt geviertelt. Oder ob einen das stört. Weitere Einstellungen, wenn man in einem beliebigen Fenster in das Ecksymbol klickt und in die Einstellung für die Fensterverwaltung geht, kann man halt Desktop-Effekte aktivieren, wie halt lustige Drehwürfel und sowas, aber auch nützliche Sachen. Wieder die Fensterdekoration, wieder die Bildschirmränder, die man schon kennt, aber auch welche Knöpfe man haben möchte. Maximieren, minimieren, schließen kennt man, aber man kann ja auch machen, auf allen Desktops anzeigen, im Vordergrund halten oder hier aufrollen. Ich demonstriere mal das Aufrollen. Das ist das jetzt nur noch die Fensterleiste, die übrig bleibt. Und dann kann man zum Beispiel so sich mehrere Fenster auf diese Weise anordnen. Natürlich ist man nicht gezwungen, irgendwelche von diesen Einstellungen zu benutzen. Man kann auch einfach die Voreinstellungen lassen. Man muss sich da also nicht mit befassen, wenn man nicht möchte als neuer Nutzer. Um weitere Programme, solche Mini-Programme zum Desktop hinzuzufügen, klickt man wieder auf dieses Symbol. Mini-Programme hinzufügen. Dann erscheint eine Liste der verfügbaren Programme. Das dauert einen Moment, weil die erst geladen werden müssen. Dann hat man hier die Auswahl, kann doppelt draufklicken oder es auch auf den Desktop ziehen. Ebenso für die Leiste ist in dieser Ecke das Symbol. Da ist auch, um es an eine andere Kante zu ziehen, die Höhe zu ändern, aber auch wieder Mini-Programme hinzufügen. Und dann kann man auch wieder durch Doppelklick das in der Leiste hinzufügen. Und auch diese Einstellung wählt man auch, um die Reihenfolge der Symbole zu verändern, wenn man etwas von nach links oder nach rechts schieben oder entfernen möchte. Sehr angenehm zu benutzen ist auch der Dateimanager. Man kann hier auswählen zwischen der Ordneransicht und halt einer sogenannten Orteansicht, wo man verschiedene Favoriten sozusagen hat. Und die aktuell eingestellten Geräte, zum Beispiel USB-Sticks. Man kann halt rechts diese Informationsanzeige über die aktuell überfahrene Datei. Man kann diese Dinge verschieben, wie man möchte. Vielleicht will man diese Ansicht lieber rechts haben. Vielleicht will man sie zwar beide links haben, aber halt senkrecht übereinander. Das ist jetzt bei einem kleinen Bildschirm nicht so sinnvoll, aber bei einem großen Bildschirm ist das sehr praktisch. Man hat die Möglichkeit, einen Filter anzuzeigen. Man hat die Möglichkeit, ein Terminal anzuzeigen, das einen quasi begleitet, wenn man in verschiedene Ordner wechselt. Sehr angenehm ist, dass man die Ansicht teilen kann und so sehr leicht Dateien verschieben, um mehrere anzuklicken, da ja durch einen Einzelklick die Dateien gestartet oder geöffnet werden, erscheinen Plus-Symbole, wenn man über diese den Dateien langfährt und dann halt Minus-Symbole, um das wieder zu entfernen. Man kann Tabs öffnen, indem man, wie man es von Firefox kennt, mit der mittleren Maustaste auf einen Ordner klickt. Und der Filter, die Steuerung I. Es werden nur noch die mit dieser Zeichenfolge angezeigt. Das ist auch ein sehr angenehmes Feature. Man kann auch die Größe der Symbole sehr leicht ändern, Vorschau aktivieren und deaktivieren oder auch eine Detailansicht wechseln. Das ist alles sehr angenehm und praktisch zu benutzen.